Performance verbessern, Verluste begrenzen, könnte das 2020 ein Thema für die Aktienmärkte werden. Das muss jeder für sich entscheiden, aber es gibt eine Möglichkeit, die als Unterstützung dazu dienen kann, der sogenannte Kelly-Faktor. Hat nichts mit der Kelly-Family zu tun, die Älteren von uns noch kennen und die jetzt vielleicht so ein Revival erlebt haben, aber es hat mit Kapitalmärkten zu tun. Das erklärt uns Matthias Hüppe von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Hüppe. Ja, schönen guten Tag, Frau Erhardt. Ja, der gute Mann hieß auch Kelly, ja, aber ist, glaube ich, auch nicht ein so seltener Name. Ja. Aber ich glaube, das Interessante, Sie hatten es schon gesagt, es geht jetzt darum, Verluste begrenzen, Gewinne mitnehmen. Und das ist in jeder Marktphase entscheidend. Wir haben jetzt natürlich die längste Rallye aller Zeiten, 11 Jahre in den USA, mal einen Bullenmarkt. Aber wenn das Blättchen sich mal dreht, wenn der Wind mal aus der anderen Richtung weht vielleicht, dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Dann sind wir mal gespannt, wer da noch am Markt agiert. Und der Kelly-Faktor beispielsweise ist eine Methodik aus der technischen Analyse bzw. aus dem Money Management, um halt die Risiken zu steuern in einem Portfolio. Und ich denke, ein ganz guter Mechanismus, um vielleicht auch ein bisschen aufmerksam zu machen, wie man halt schnell erkennt, wenn der Markt dann doch in die andere Richtung geht. Gut, tasten wir uns mal ran. Welche Faktoren, Parameter braucht man, um diesen Faktor zu berechnen? Und können das auch wir Nicht-Mathematiker? Ist das machbar? Also ich würde sagen, also mein Sohn ist 9, ich glaube, der kann das auch schon berechnen in der Schule. Also das ist nicht so schwer, das ist reine Multiplikation und Subtraktion und Division. Im Endeffekt ist es so, viele betrachten ja nur, das ist so ein Fehler auch, den viele machen, die Trefferquote. Nach dem Motto, wenn ich in 70% meiner Fälle erfolgreich bin mit meinen Investments oder mit meinen Trades, dann muss ich ja auch Geld verdienen. In der Praxis ist es aber häufig so, dass der größte Fehler immer gemacht wird, dass man nicht Gewinne laufen lässt, sondern die Verluste laufen lässt. Und dass es dann in diesen, sag ich mal, 30% der Fälle, wo es dann nicht so gut gelaufen ist, die Verluste aber weitaus höher sind als die Gewinne, die man in den anderen Fällen erzielt hat. Und der Kelly-Faktor ist eigentlich eine Formel, die das Ganze nochmal berücksichtigt, die das Verlustverhältnis zum Gewinnverhältnis nochmal mit reinnimmt. Und die Trefferquote. Also ich mache es mal beispielhaft. Man macht es im Endeffekt so, man nimmt die letzten 27 Wochen Renditen, der Aktie, Index, was auch immer man was betrachtet. Aha. Also das hat man ja, diese Werte, Daten kann man kriegen aus öffentlichen Quellen. Und dann schaut man sich an, was war denn in den letzten 27 Wochen erstmal, wie viele Wochen waren positiv und wie viele Wochen waren negativ. Damit habe ich... Haben wir schon zwei Faktoren. Haben wir zwei Faktoren. Habe ich meine Trefferquote. Also machen wir mal das Beispiel. Wir haben 27 Wochen, 20 waren positiv. Und 7 waren negativ, dann haben wir einen Faktor von 0,74. Dann könnte man sagen, 74% aller Fälle rückbetrachtet in den letzten 27 Wochen, also ein knapp ein halbes Jahr, hat sich der Markt positiv entwickelt. In welchem Index? Jetzt mal den Euro Stoxx 50 beispielsweise. Da könnte man ja sagen, super, also muss ich investieren. Jetzt kommt natürlich dann nochmal dieser Vorsicht rein. Ja, was ist denn in diesen 20 Fällen, was haben wir denn da durchschnittlich verdient? Und in diesen 7 Fällen, was haben wir durchschnittlich verloren? Oder was hat der Index dann in diesen Fällen verloren? Wenn es dann so ist, dass wir beispielsweise 2% durchschnittlich gewonnen haben oder der Index 2% in diesen 20 Wochen durchschnittlich gewonnen hat, aber 4% durchschnittlich in den 7 Wochen verloren hat, dann ist das Verhältnis, dann setze ich Verlust zu Gewinnsverhältnis, dann habe ich einen Faktor 2. Also 4% zu 2%. Und jetzt sage ich, jetzt gewichte ich diese Verlust, ich habe ja gesagt 74% Gewinne, jetzt habe ich also noch 26% Verluste und diese 26% Verluste gewichte ich mit diesem Faktor 2. Die werden also doppelt so hoch bewertet, weil ja die Verluste in diesem Fall auch doppelt so hoch ausfielen als die Gewinne. Ich komme dann zu einem Wert von 0,52, habe 0,75, ziehe 0,52 ab und es bleiben 0,22. Und das ist mein Kelly-Faktor. Der ist jetzt erstmal größer 0, das heißt grundsätzlich investieren ist positiv. Das heißt, er muss größer 0 sein, um zu investieren? Genau, er muss größer 0 sein. Wenn man jetzt zum Beispiel ein 50-50 hätte, also wenn sich das Blatt ändert und trotzdem das Verhältnis so bleibt, dann sehen Sie ja schon, dann würden wir 0,5 minus 0,5 mal 2 sogar haben, dann wären wir im negativen Bereich. Das heißt, dieser Faktor dreht sehr, sehr schnell, wenn die Verluste stark ansteigen und wenn insgesamt die Verluste zunehmen. Weil es ist natürlich so, und das ist so ein bisschen der Hintergrund, an den Aktienmärkten haben wir ja immer schnelle Verluste und langsame Erholungen. Und es ist oft passiert bei den vielen Modellen, dass ich zu spät merke, wenn ich in die falsche Richtung gehe. Dieser Kelly-Faktor gewichtet ja die Verluste nochmal. Und dadurch, wenn die plötzlich, sag ich mal, zwar nur die nächsten 2 Wochen vielleicht negativ ausfallen, aber mit recht hohen Verlusten, führt es dazu, dass dieser Faktor sehr schnell vielleicht gegen null oder negativ wird und ich sehr schnell ein Zeichen kriege, nicht mehr investiert zu sein. Wir machen es mal an Beispielen fest. Wenn wir jetzt mal den DAX in grün. Seit 2000 und den Kelly-Faktor, der in blau eingezeichnet ist,
und deutlich ansteigt. Der ist auch deutlich stärker gestiegen als der DAX an sich. Ja. Was kann der Anleger jetzt damit anfangen? Wo hätte er sagen müssen, da muss ich aus dem Markt raus? Ja, also erstmal kann man sagen, es fing an in den 2000ern, da war der Kelly-Faktor, wir können uns alle noch erinnern, da hatten wir eine schlechte Serie, hohe Verluste und natürlich eine schlechte Trefferquote, da waren wir gar nicht investiert. Also da war man auch, und jetzt sieht man natürlich schon, der Kelly-Faktor hat eigentlich 2 Jahre lang gesagt, lass die Finger von Aktien. Für viele Anleger vielleicht natürlich auch schwierig. Dann ganz kurz investiert 2002, aber auch schnell wieder umgeschwankt, wieder gesagt, mach Kasse, geh nicht in die Märkte rein. Erst eigentlich 2003 hatten wir das Signal einzusteigen und dann sehen wir es hier, ging es hoch bis 2008. Wir erinnern uns alle, was da war, die große Krise. Sieht jetzt gar nicht mehr so schlimm aus hier vielleicht auf dem Chart. In diesem ganzen Bereich haben wir, und das hat uns jetzt hier eigentlich am meisten geschützt natürlich, sind wir ausgestiegen. Der Faktor wurde schnell durch diese schnellen ersten Verluste negativ. Diese ganze Reise hier unten, die haben wir alle nicht mitgenommen. Sondern wir wurden dann erst wieder, sind dann erst wieder eingestiegen, als es hier 2010, Ende 2009, Anfang 2009 hochging. Auch hier dann wieder zu dieser Korrektur, die wir dann 2011 gesehen haben, ausgestiegen. Wir haben einen Teil mitgenommen. Der Faktor dreht auch nicht, er kann ja nicht voraussehen. Er dreht auch erst dann, wenn natürlich schon die ersten Verluste eingetreten sind. Aber wir haben wieder einen Großteil der Verluste dann nicht mitgenommen. Und dann sehen wir es natürlich am Ende des Tages auch hier wieder aktuell. Wir waren dann 2018 zum Jahresende nicht investiert, sind aber 2019 dann wieder investiert gewesen nach dem Anstieg. Wir sehen natürlich alles in allem, der Faktor hilft uns nicht. Wir haben natürlich auch hier Korrekturen, die wir mitnehmen. Der hilft uns nicht in allen Fällen, aber gerade diese sehr herben Verluste, besonders 2008, 2009 oder auch die Anfänge der 2000er Jahre, das waren Zeiten, wo ich nicht investiert sein musste auf Basis dieses Modells. Und wenn wir uns natürlich das Ganze anschauen, wir haben hier eine 3,5-fachung gegenüber dem DAX, der ja so gut 50% zugenommen hat, da sieht man natürlich, das wäre durchaus das bessere Investment gewesen, beziehungsweise das Investment war ja immer der DAX und das ist das Entscheidende. Money Management funktioniert eigentlich immer so, dass ich die Verluste begrenze und bei den Gewinnen dabei bin. Ich sage ja nur, ich bin jetzt nicht investiert. Es ist nicht, ich mache nicht was anderes, sondern man könnte natürlich auch sagen, ich hätte im Festgeld investiert, was auch immer, kann man ja in der Zeit machen. Aber es geht eigentlich nur darum zu entscheiden, wann ich investiert bin und wann ich aussteige. Der Basiswert ist in der ganzen Zeit der DAX und nur durch intelligentes, in diesem Fall durch einen ganz einfachen mathematischen Faktor, Ein- und Ausschalten meines Investments, habe ich es geschafft, den Index mehr oder weniger zu verdreifachen. Also der DAX hätte in dem Zeitraum 2000 bis 2019 4,3% PA-Rendite gemacht. Mit der Anwendung des Kelly-Faktors wäre es deutlich mehr gewesen. Da waren wir, glaube ich, bei 13,6%. Also das ist schon beeindruckend und wie gesagt, es ist kein Hexenwerk. Funktioniert bei Aktienindizes? Wir sehen es hier auch exemplarisch beim Euro Stoxx 50 nochmal, mit einer ähnlich besseren Performance. Ja, also auch hier im Euro Stoxx, ich meine, die meisten wissen, der Euro Stoxx war jetzt wirklich nicht unbedingt das beste Investment seit 2000. Es hat, insgesamt hat man hier Geld verloren und mit dem Kelly-Faktor hat man es geschafft, auch wieder natürlich entscheidend hier Anfang der 2000er Jahre und auch 2008, 2009, immerhin sein Kapital um 20% zu steigern. Besser als der Markt, ganz klar, aber natürlich muss man sagen, wenn der Index in die falsche Richtung läuft, dann hilft es einem natürlich auch nicht viel. Aber man ist natürlich immer noch deutlich besser gefahren als mit dem Eurostock selber. Funktioniert bei allen Assetklassen oder nicht? Nein, also grundsätzlich der Hintergedanke oder der Hintergrund ist ja der, dass man davon ausgeht, dass es zu Kursabschlägen stärker und schneller kommt. Also sie sind kurzfristiger und auch dynamischer, als es Kursanstiege sind. Also es ist ja klar, es gibt meist erratische Ereignisse, es gibt irgendein Ereignis. Und im Rahmen dieses Ereignisses kommt es zu sehr herben Kursverlusten und bis sich die Gewinne wieder aufbauen, dauert es meist eine längere Zeit. Wenn ich aber Märkte habe wie zum Beispiel Gold, wo ich das ja sogar eher umgekehrt habe, dass ich, wenn ich erratische Ereignisse an Aktienmarkt habe, eher einen starken Anstieg in Gold habe, dann funktioniert es nicht. Also es müssen Märkte sein, die eher schnell fallen und langsam steigen. Und im Goldmarkt beispielsweise habe ich das selten, dass ich einen starken Verlust im Gold realisiere, sondern ich habe eher eigentlich stärkere Anstiege durch eben irgendwelche Unsicherheiten. Deswegen muss man hier unterscheiden. Im Gold hätte man mit diesem Kelly-Faktor sogar schlechter performt, als im Gold direkt zu investieren. Es lohnt sich besonders natürlich bei Aktienmärkten, die diese Eigenschaft aufweisen, dass es halt kurzfristige Korrekturen gibt und langfristige Erholungen. Matthias Hüppe, vielen Dank. Gerne. Ja, mit dem Kelly-Faktor hätten Anleger über die vergangenen 19 Jahre den DAX ungefähr 3-mal geschlagen. Eine PA-Rendite von ungefähr 4,3% pro Jahr steht da ungefähr das Dreifache mit dem Kelly-Faktor gegenüber. Aber dieser Faktor funktioniert zur Absicherung, zum Money-Management, vor allem da, wo
Kursverluste schnell dynamisch sind, während die Anstiege länger dauern, wie zum Beispiel im Aktienmarkt bei Aktienindizes. Bei Goldpreis, Edelmetallen würde dieser Faktor nicht greifen. Da würde man sogar mit Kelly-Faktor schlechter dastehen.